Moin moin zu unserem ersten Video mit Hello World in der Konsole. Ja, ich habe uns jetzt im Java Editor schon eine neue Datei erstellt und sie unter helloworld.java gespeichert. Das ist ganz wichtig zur kleinen Ergänzung. Java-Programme, also Quellcode-Dateien von Java-Programmen, werden generell in .java-Dateien gespeichert. Die fertig kompilierten Dateien nennen sich dann .class, also CLASS. Ja, zudem muss man wissen, eine Java-Datei, also eine .java-Datei, hat immer eine Klasse drin. Und die nennt sich genauso, wie die Datei heißt. Das heißt, unsere Klasse, die definieren wir in Java mit dem Public Class Hello World. Hello World, weil unser Programm halt Hello World ausgeben soll und ich die Datei halt schon so genannt habe. Dann erfolgt wie in fast jeder anderen Programmiersprache eine Klammer auf und eine Klammer zu. Aber eine gespeifte Klammer, hier gibt es nicht sowas. Also in der Klasse können wir noch nichts übergeben. Kurz zur Erklärung. Public heißt, dass es eine öffentliche Klasse ist. Also eine öffentliche Klasse namens Hello World. In der Klasse brauchen wir eine Funktion, die aufgerufen wird. Die definieren wir auch wieder mit Public. Also sie kann von überall her aufgerufen werden. Static, das heißt, sie wird als erstes, als Initialisierungsfunktion sozusagen aufgerufen. Void, kein Rückgabewert. Main, das ist jetzt ein Name, ich glaube, da kann man auch einen anderen Namen reinsetzen, das können wir gleich mal ausprobieren. Als nächstes folgt Klammer auf. String. args und eine geschweifte Klammer auf. So, zur Erklärung nochmal, öffentliche Funktion, initiierende Funktion, kein Rückgabewert, Funktionsname und String args werde ich in einem separaten Video gleich nochmal erklären. Oder vielleicht am Ende, wenn hier noch genug Zeit übrig ist. In diese Funktion schreiben wir jetzt zum Beispiel so etwas wie System.out.println Hello World. Wieder zur Erklärung. System, damit ist die Konsole gemeint. Out, also eine Ausgabe. Println. Das heißt, dass genau eine Zeile gedruckt wird. Wenn ich jetzt hier hinter noch etwas eingeben würde, oder kompilieren wir das erstmal so, kompilieren und ausführen, dann sehen wir Hello World. Gebe ich jetzt noch etwas anderes mit System.out.println aus, dann wird das definitiv in einer anderen Zeile angezeigt. So. Möchte ich das jetzt hintereinander haben, dann darf ich hier kein Println einfügen, sondern nur ein Print. Line bedeutet also im Zusammenhang mit Java, dass direkt hinter der Ausgabe ein Zeilenumbruch initiiert wird. Und hier nicht. Wenn ich das jetzt, weil ich möchte es in einer Zeile haben, dann brauche ich nicht zweimal System Print eingeben. Dann könnte ich auch einmal Print Line eingeben, ist ja genau dasselbe. Möchte ich jetzt zwei Strings hier vereinigen, dann tue ich das mit einem Pluszeichen. Und so sehen wir Hello World, nicht zweite Zeile. So, jetzt noch kurz zu den String Args. Oder erstmal anders benennen hier, Main.
Not main. Das funktioniert nicht. Es wird main erwartet. Das heißt, wir müssen hier wirklich main schreiben als Hauptfunktion und initiierende Funktion. Das ist wichtig. Ohne dieses static würde es auch nicht funktionieren. Ja, diese String Args, ich habe jetzt noch genug Zeit, das erkläre ich euch auch noch. Ich habe hier schon meine Eingabeaufforderung geöffnet, die in meinem Ordner drin ist. Jetzt gebe ich mal, oh, wie ist es noch unter Windows und dir? Ja, da habe ich einmal die Class-Datei, einmal die Java-Datei und einmal so eine Datei. Das weiß ich auch noch nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist Java, das können wir mal ausprobieren. Type Hello World. Java, dann sehe ich, was da drin steht. Das ist also die Textdatei, die Quellcode-Datei. Will ich mir jetzt die HelloWorld.class ausgeben lassen, gibt es einen Error. Das geht also nicht. So, möchte ich jetzt diese Class ausführen, geht das auch leider nicht so. Dann werde ich gefragt, mit welchem Programm ich das ausführen will. Also, ganz einfach, schreibe ich einfach mal Java davor und Hello World. Das sollte jetzt nicht passieren. Muss ich ernsthaft den ganzen Pfad angeben? Machen wir doch mal. Wir haben es ja. Das? Nee, hat er nicht. Java. Hello World.class. Okay, das funktioniert also so nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch ja nur damit das String Args erklären. Und das ist, wenn ihr das jetzt hier nochmal aufruft, die Datei, also Java Hello Class, dann könnt ihr hier hinter noch 1 und 2 zum Beispiel eingeben. Und wenn ich jetzt Enter drücke, sollte nochmal die Fehlerhauptklasse Hello World Class konnte nicht gefunden oder geladen werden. Egal, sollte normal das Programm aufgerufen werden, und dann wird im String, also das ist ja ein Array, da werden die Sachen gespeichert, die hinter dem Programm stehen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen rein theoretischen System out print line eingebe und dann dahinter schreibe String 0 plus String 1 in dem Beispiel, das wir eben hatten, dass wir eingeben Java Hello World.class. Ich habe eine Idee. Ich muss das mal ausprobieren. Ich glaube, das geht nämlich dann. Hello World ohne das Punkt Class. So. Das hatten wir in der Schule nämlich auch, das fällt mir gerade so ein. Ich weiß nämlich nicht, warum das mit dem Punkt Class nicht geht, aber wenn ich das weglasse, dann geht's. Vielleicht, weil der automatisch dann diese Datei nimmt. Nee, auch nicht. Also Java Hello World. Das funktioniert. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal eingebe String 0 plus String 1, dass er das ausgeben soll, in einer Linie, einer Zeile. Und ich gebe da mal ein Java Hello World. Vielleicht sollte es vorher noch kompilieren, das wäre natürlich gut. Und wir schreiben das vorher noch mal in eine Datei. Okay, ich muss gestehen, ich habe mal kurz Pause gemacht, weil ich mir keinen Reim darauf machen konnte und das wird auch noch öfter vorkommen.
weil ich ja Java erst lerne. Ich habe es falsch rumgemacht. Nicht String 0 und String 1, sondern args 1 und args 0. Also Datentyp String wird in dem Array Argumente gespeichert. Wenn ich das jetzt kompiliere, und das habe ich eben schon einmal, und dann hier aufrufe mit Java Hello World 1 und 2, dann sollte er mir in der ersten Reihe, ersten Zeile 1 und 2 ausgeben und in der zweiten Zeile dann Hello World, Ausrufezeichen, nicht zweite Zeile. Und genauso haben wir es hier. Jetzt seht ihr, dieses bewirkt das String args. Ich würde sagen, das reicht erstmal fürs erste Video. Bis dann. Ciao.